24 Nachrichten, herzlich willkommen. Das Schicksal der fünfköpfigen Familie, die im Jemen entführt wurde, ist weiterhin unklar. Laut Außenminister Steinmeier muss man davon ausgehen, dass sie sich in den Händen skrupelloser Gewalttäter befindet. Sicher scheint inzwischen, dass es sich bei den beiden tot aufgefundenen deutschen Frauen um zwei Studentinnen einer Bibelschule im nordrhein-westfälischen Lemgo handelt. Es ist das traurige Ende junger Frauen, die im Jemen helfen wollten. Am Vormittag werden die sterblichen Überreste der beiden Deutschen und der Koreanerin in die Hauptstadt Sanaa überführt. Bei den deutschen Opfern handelt es sich um die 26-jährige Rita S. und um die 2 Jahre jüngere Anita G. Die gelernten Krankenpflegerinnen waren Studentinnen dieser Bibelschule im niedersächsischen Lemgo. Im Jemen absolvierten sie ein Praktikum an diesem Krankenhaus in der Stadt Saada. Gerade mal 2 Wochen lang, dann wurden sie ermordet. Wie es dem vermissten deutschen Ehepaar mit seinen 3 Kindern geht, ob sie tot sind oder noch leben, darüber gibt es keine gesicherten Informationen. Wir müssen allerdings nach den Ereignissen der letzten Tage davon ausgehen, dass sie sich in den Händen von skrupellosen Gewalttätern befinden. Experten warnen, dass der Jemen zunehmend zu einem Stützpunkt des internationalen Terrorismus wird. Wenn allerdings Al-Qaida verantwortlich ist oder eine Al-Qaida-nahe Gruppierung, dann müssen wir schon damit rechnen, dass hier Deutsche ganz gezielt ausgewählt wurden. Und wir müssen auch damit rechnen, dass wir dann in den nächsten Tagen oder Wochen auch mit politischen Forderungen konfrontiert werden. Inzwischen sind Spezialisten des BKA vor Ort eingetroffen. Sie sollen die Leichen der Todesopfer untersuchen und die jemenitischen Ermittler unterstützen. Zu den Meldungen und Spekulationen aus dem Jemen unsere Korrespondentin Katrin Sandmann in Sanaa. Die 3 getöteten Entführten sind mittlerweile in ein Militärkrankenhaus hier in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa überführt worden. Dort kümmern sich Beschäftigte der deutschen und auch der südkoreanischen Botschaft um ihre Identifizierung und um alle behördlichen Schritte, die jetzt eingeleitet werden müssen. Ebenfalls eingetroffen hier in der jemenitischen Hauptstadt mehrere Experten des Bundeskriminalamtes, die auch für erste gerichtsmedizinische Untersuchungen zuständig sein werden. Völlig ungeklärt hingegen das Schicksal der 5-köpfigen deutschen Familie und des britischen Ingenieurs, die weiter verschwunden bleiben. Der Gouverneur der Provinz Saada, wo sie vermutlich entführt worden sind, der hat eine Belohnung auf Hinweise über ihren Verbleib ausgesetzt, in Höhe von umgerechnet insgesamt 18.000 Euro. Ob die mutmaßlich Entführten noch am Leben sind und wer eventuell hinter ihrer Entführung stecken könnte, darüber gibt es keinerlei Informationen, wenn auch viele Spekulationen zurzeit. Im Iran halten die Massenproteste gegen den Ausgang der Präsidentschaftswahl an. In Teheran gingen wieder Tausende auf die Straße, obwohl Oppositionsführer Mousavi eine Großdemonstration abgesagt hatte, um weiteres Blutvergießen zu verhindern. Im staatlichen Fernsehen wurde eine Demonstration von Regierungsanhängern übertragen, die, so heißt es, eine Bestrafung der Unruhestifter forderten. Für ausländische Medien hat die Führung in Teheran ein Berichterstattungsverbot verhängt. Gestern waren bei einer Massenkundgebung mehrere Menschen ums Leben gekommen. Die frühere CSU-Politikerin Gabriele Pauli ist aus der bayerischen Landtagsfraktion der Freien Wähler ausgeschlossen worden. Das hat deren Fraktionschef Hubert Aiwanger mitgeteilt. Die Freien Wähler haben damit die Konsequenz aus Paulis Ankündigung gezogen, eine eigene Partei zu gründen und mit dieser zur Bundestagswahl anzutreten. Pauli war erst vor einem Jahr bei den Freien Wählern eingetreten. Zuvor hatte die frühere CSU-Politikerin maßgeblich zum Sturz des damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber beigetragen. Den Tag an der Börse fasst nun Franziska Schimke vom Deutschen Anlegerfernsehen für Sie zusammen. Nach den deutlichen Verlusten gestern konnte der DAX heute die Talfahrt auf jeden Fall erst einmal stoppen. Aber die große Erholung, ja, die ist dann doch ausgeblieben. Am Ende schließt er mit einem hauchdünnen Plus von 0,02%. Außer Spesen also nichts gewesen. Die besseren ZEW-Daten, ja, die haben zwischenzeitlich zweimal geholfen und auch die Konjunkturdaten aus den USA. Aber am Ende wollte die 4.900-Punkte-Marke hier einfach nicht stehen. Schaut man sich heute die größten Gewinner an, sieht man die deutsche Börse richtig kräftig im Plus. Ja, man hat Nachholpotenzial, aber auch die Metro-Aktie war heute gefragt, denn der britische Konkurrent Tesco hat gute Zahlen vorgelegt. Auf der Verliererseite, ja, da findet man eine Merck-Aktie. Sie wurde von Merrill Lynch heruntergestuft von Buy auf Neutral und das hat der Aktie dann doch zugesetzt.